Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es wieder ein sehr interessantes Video, denn wir haben das Thema Sword Art Online. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, denn heute war die große erste Ausstrahlung auf Pro7 von Sword Art Online. Leute, ist das nicht geil, wenn so ein Anime mal in den großen Fernsehen kommt? Ja, auf einen sehr großen Sender kommt und somit sehr, sehr viele erreicht. Ja, ist mir klar, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Anime-Affine das schon gesehen haben. Aber ich persönlich finde es ziemlich geil. Es gibt ja genug Nachwuchsleute oder Leute, die noch nicht komplett so in der Materie drin sind. Was haltet ihr davon, dass Sword Art Online jetzt im Fernsehen kommt? Ich erhoffe mir dadurch noch mehr Merch, noch mehr. Zum Beispiel die Spiele sind jetzt auch alle auf Deutsch mittlerweile, was ich auch ziemlich feiere. Und ja, ich weiß, es ist schwer, ein Baby aufzugeben. Ich kenne Anime und Mangas noch, als es so gut wie kein Mensch in Deutschland kannte und die Gruppen massiv klein waren. Und ich kenne das, wenn sowas wächst und du dir so denkst, ja, jetzt kennt's jeder und das kotzt mich an. Ob das eine Band ist, ob das ein Manga ist, ob das ein Anime ist, ob das ein Spiel ist. Oder Instagram. Aber Leute, es hat eigentlich nur Vorteile, weil umso größer die Marke, umso mehr Merchandise könnt ihr kaufen, umso bekannter es ist, umso mit mehr Leuten könnt ihr euch darüber unterhalten, umso mehr Spiele gibt's und so weiter und so fort. Die Industrie ist da halt einfach geil, wenn es einfach groß ist und nicht so ein Nischenthema. Deswegen, make anime great again! Ich persönlich unterstütze zum Beispiel auch, so gut es geht, die Kinofilme, die alle laufen. Es gab jetzt eh mit Your Name und das Silent Voice richtig geile Filme im Kino. Und ich versuche da auch immer reinzugehen, auch wenn es ein Free-Teil ist. Denn es ist einfach so, umso mehr Absatz da gemacht wird und wenn jeder da mit reingeht, erstens, du triffst andere Leute, die gleich denken wie du. Es wird halt einfach mehr gepusht und Anime braucht einfach noch mehr Push, damit das noch bekannter wird hier. Und um zum Thema zurückzukommen, es ist geil, dass Sword Art Online auf Pro7 läuft. Was sagt ihr? Aber das eigentliche Thema ist von Tim Gaming Bomb HD. Der hat nicht eine gute Frage gestellt, denn er fragte, ich zitiere, könntest du eine SAO-Theorie ausstellen? Denn wo sie zum Beispiel von zu Hause ins Krankenhaus transportiert werden, haben sie ja eigentlich kein WLAN. Könnte das nicht dafür sorgen, dass sie sterben? So. Nein, nein, was war nun? Ja. Alles klar. Also klar, es ist ja bekannt, dass diese VR-Brille, die die aufhaben, ja mit dem Gehirn, das Gehirn brutzelt, wenn du sie abnimmst, geschweige denn, wenn die Verbindung einfach losgeht, dann werden die Leute genauso gebrutzelt. Das bedeutet, wenn man die eigentlich aus dem Schlafzimmer ins Krankenhaus bringt, würden sie rein theoretisch gebrutzelt werden, also auch sterben. Aber es gibt etwas ganz Interessantes in Japan, das man nicht bedacht hat, wenn man als Deutscher daran denkt. Denn in Deutschland ist es eigentlich so gewesen, dass wir die Ersten mit dem Telefon waren, als es noch gar kein anderer hatte. Und wir damals Kupferleitungen bzw. jetzt Glasfaserkabelleitungen überall im Boden verlegt haben. Dadurch waren wir die Ersten, die das eben hatten, was uns jetzt aber mittlerweile zum Nachteil wird. Denn dadurch, dass wir diese Leitungen haben, sollen die natürlich auch genutzt werden und somit hat jeder sein WLAN zu Hause und seine Steckdose und sein Telefon und mittlerweile kommen die Router daran, weil es digital wird und ja, es ist halt einfach alles hier noch kabelgebunden. In Japan ist das nicht so. Während es hier ja das 3G oder 4G gibt, also LTE, gibt es in Japan schon das 5G und das haben die schon länger. Da Sword Art Online natürlich auch noch ein bisschen in der Zukunft spielt, soweit mir das bekannt ist, kann man natürlich davon ausgehen, dass diese jetzt auch keine Kabel oder sowas haben, so wie wir. Denn es ist dort jetzt schon üblich, dass man seine Karte kauft und gar keinen Anschluss zu Hause hat, weil so viele Kabel könnten wahrscheinlich gar nicht verlegt werden. Dort ist es eigentlich relativ normal, einen mobilen Router zu haben, den du überall mit hinnehmen kannst. Denn die haben natürlich 5G schnell und telefonieren und alles und die brauchen da keine Anschlüsse. Lohnt sich einfach nicht. Somit sollte das Problem jetzt schon in der Jetztzeit gelöst worden sein, geschweige denn, wie es in der Zukunft sein sollte, denn da werden sie wahrscheinlich schon 6G haben. 6G haben? Grundsätzlich kann man einfach nur den Router mit ins Krankenhaus nehmen und dem Patienten passiert nichts, auch wenn er eine ganz komische virtuelle Brille auf hat, die einem das Gehirn durchbrutzelt. So viel dazu. Ich hoffe, das hat das Ganze ganz gut beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen und Thesen zu irgendwelchen Animes habt, immer her damit. Und eine traurige Nachricht habe ich noch, das habe ich gestern vergessen zu sagen. Reissammer ist gestorben. Und es ist hart für alle, vor allem für mich, weil ich keinen Reis kochen kann so richtig. Und ich würde sagen, einmal für den guten Reissammer, Hashtag Rest in Peace. Das soll dir die Ehre geben, die du verdienst als Reiskocher.
Yo, Endcard! Leute, das war ja mal wieder ein Video. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nicht vergesst, das Ganze zu kommentieren. Entweder der Hashtag Recipes oder schreibt mal, falls ihr noch irgendwelche andere Fragen zu Theorien oder sonstigen Animes habt. Und wie findet ihr, dass das Sword Art Online jetzt populär wird? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, auf Instagram zu folgen. Da gehe ich immer öfters live. Huh? So!